Ist Es könnt gelungen. ihr die Ängste, die euch quälen, vor allem Boltax, den Albträumen zufrieden geben. Das könnt ihr unterdrücken und dem harren, was da kommt. Und dann könnt ihr erkennen, wie eine riesige Gestalt auf euch zuschreitet. Aus dem Albtraum, der hinausgeht, der sich über die Landschaft gelegt hat. Immer noch um euch herum brennen Büsche und die Bäume, trotz des Schnees, der um euch herum tobt und es unempfindlich kalt wird. Gestalt, ihr erkennt sie wieder, den Seelensammler. Boron, beschütze uns. Wie ich das hasse. Was war das? Träume. Ein Sendbote. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ja, und ein Zwerg. Zwerge träumen normalerweise nicht. Er sagte, ihr hättet seinen Auftrag erfüllt. Wir sind diesem Wesen schon einmal begegnet. Vor Romilis. Und er gab uns den Auftrag, Ratasos Ränke zu zerstören. Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund, das wisst ihr, oder? Natürlich sind wir nicht seine Freunde und schon gar nicht von diesem Sendboten. Das versteht sich doch wohl von selber. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, Kollege, warum ihr unserer Geweihten hier erzählt, wir hätten einen Auftrag angenommen. Das ist natürlich nicht korrekt. Nun, nennt es wie ihr wollt. Er übergab uns eine Nachricht. Nennt so wie jetzt auch. In der Tat. Verzeiht mir meine inkorrekte Wortwahl in diesem Falle. So, du Bote, jetzt hör mir mal zu. Wenn du das nächste Mal eine Nachricht überbringen willst, dann überbring sie, verdammt nochmal, nicht in einem Traum. Das ist ja furchtbar. Oh, das will ich nicht. Ulamin legt dir den Arm um die Schulter. Beruhigt euch, er ist fort, es ist vorbei. Es sind Träume. Was habt ihr geträumt? Er sagte etwas von Alzoll, wir sollen den Drachen dort beschwören, ist das richtig? Ja, ich meine, so etwas auch gehört zu haben. Wir sollen ihn in Altzoll suchen. Dass er hinter dem Kaiserblut her ist, noch immer. Also ich bin in eine Grube gefallen. Und gefallen und gefallen und gefallen. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Ich habe nur Verzerrtes. Naja, ist ja auch egal. Boah. Es ist wichtig, dass wir alle das Gleiche wissen. Wir sollten uns beratschlagen. Warum? Altzoll, haben wir nicht erst vor kurzem davon gehört, dass dort irgendetwas sei? Irgendetwas mit Sumo? Was? Altzoll? Hm.
Nun, Altzoll ist derzeit der Sammelpunkt der ehemaligen Warunker, Anhänger des Drachen. Von dort aus startete die Armee, die wir am Trollwall gesehen haben. Aber meinte er, dass der Drache dort ist? Oder meinte er tatsächlich, dass man ihn von dort aus rufen kann? Wir sollten keinen Drachen rufen. Das ist immer eine schlechte Idee. Er sagte, ihr müsst das Halsband zerstören. Sonst ist er unsterblich. Der schwarze Drach hält sich wohl beim Paladin auf. In Altzoll. Oh ja. Wir haben ihn, glaube ich, einmal gesehen, nicht wahr? Ja. Was war das mit diesem, wir sollen uns vor dem giftigen Traum hüten? Und was sollen wir dagegen tun? Wir konnten uns ja dieses Traumes schon nicht erwehren. Sag Gaulheim, gibt es vielleicht Techniken, Mittel und Wege, sich aus Träumen zu befreien oder in Träumen zumindest ein Stück der Hoheit zu behalten? Aber wenn wir selbst die Träumer sind? Oh. Wenn ich außerhalb des Traumes wäre, dann könnte ich den ersten Schleier rufen. Aber ich weiß nicht, wie mir das gelingen sollte. Der erste Schleier könnte uns schützen. Es ist das, wofür er gemacht wurde. Wofür Boron ihn seiner Schwester Raja geschenkt hat. Aber könnt ihr uns im Traum beschützen, wenn ihr außerhalb des Traumes seid? Ja, man ruft den ersten Schleier, um mit ihm in den Traum einzutreten. Und der Schleier verleiht Macht und schützt einen. Das Drache kämpft erst mächtig, ab einem Traum ist er umso stärker. Erzähl uns am besten alles, was du über Träume weißt, Gaulheim. Ich denke, das ist hilfreich. Gaulheim, kein Schachsuhl. Ja, ich auch nicht. Ich träume normalerweise nie, deshalb muss ich alles wissen, was es zu wissen gibt. Verstehst du? Ich weiß auch. Monsieur Boltax, gewöhnliche Träume sind etwas sehr Zerbrechliches. Sie sind sehr instabil. Es ist nicht so schwierig, sich aus ihnen zu befreien. Aber wenn Träume magisch erzeugt oder verstärkt werden, dann können sie so real werden, dass man eben, wie eben gesagt wurde, im Traum sogar sterben kann. Ja, aber wenn man wie ich normalerweise nicht träumt, ist das dann überhaupt möglich, dass ein Zwerg im Traum sterben kann? Ich habe noch nie von einem Zwerg gehört, der im Traum gestorben ist. Nun, dafür seid ihr dann der Erste. Ein Pionier, könnte man sagen. Das will ich aber nicht. Niemand will sterben. Habe mir, jetzt macht ihm doch nicht noch mehr Angst. Nun, wir haben es immerhin mit dem schwarzen Drachen zu tun. Ein veritabler Gegner. Ja, aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren deswegen. Zauber, die einen Traum als Traum demaskieren oder so etwas. Traummagie ist bisher noch kaum erforscht, zumindest von gildenmagischer Seite aus. Ich glaube, einige Schamanen kennen sich damit vielleicht aus. Hexen eventuell? Möglicherweise. Ohne, wir sollten vielleicht unsere gefesselte Hexe fragen, ob sie auch gerade im Traum war. Ich frage mich, ob sie sonderlich kooperativ ist, nach dem, was wir nun ja mit ihr vorhaben. Ich würde ihr kein Wort glauben. Ja, gut. Aber gewiss gibt es Hexen, die bereit sind, gegen den Drachen zu kämpfen. Gab es nicht in Gard Hexen? Ihr wisst schon, vor den Toren der Stadt gab es doch diesen Zirkel. Ihr wisst, auf diesem Fest, könnt ihr euch erinnern, Isarum? Selbstverständlich kann ich mich daran erinnern. Rafim wollte doch über Wochen nicht aufhören zu erzählen, wie er auf diesem, was war es, ein Gartenzaun geflogen ist. Ja, ich erinnere mich an eine sehr lustige Geschichte.
Wo ist er überhaupt? Wir sollten zu ihm reingehen. Gute Idee. Raffi, ist bei euch alles in Ordnung? Ja, die Hexe hat mich schwerer gemacht, aber sonst eigentlich nichts. Wir fürchten, das war nicht die Hexe. Das war der Dämon. Na. Ich hab gedacht, ihr würdet euch schon drum kümmern. Die anderen sagten, ihr hättet schon seine Bekanntschaft gemacht? Nun ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Mit einem anderen, meine ich, hätten wir Bekanntschaft gemacht. Mit einem nämlich, der sich der Seelensammler nennt. Es ist die gleiche Entität. Der war unheimlich. Aber in der Tat. Erinnert ihr euch nicht an diese komische Karte, die wir in Romulus gefunden haben? Kein Stück. Die komische Karte. Präzisiert das doch etwas. Auf der die Namen durch, naja, überall rumgelaufen sind. Diese magische. Ja. Aber da war der Seelensammler doch auch drauf. Hm. Wollte ich kurz Bedenken geben. Habt ihr sie noch? War das nicht so ein dämonisches Ding? Ja, natürlich. Es war ein Artefakt. Dann haben wir es doch bestimmt verbrannt, oder nicht? Nun, es musste studiert werden. Natürlich nicht von mir, weil ich andere Aufträge habe. Also, liegt es in den Bleikammern der Weißen Gilde? Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo es momentan ist. Ich meine, wir hätten es zur Analyse in Romulus bei der Hellsichtsakademie gelassen. Na, dann sollten wir vielleicht nach Romulus. Vielleicht finden wir dort auch irgendetwas über Traummagie heraus. Wenn jegliche Erkenntnisse, die über die Karte gewonnen wurden, wenn auch die Karte selbst physisch nicht in Gareth sein mag, wurden doch die Erkenntnisse dorthin gesandt. Wir sollten uns überlegen, wie wir die Aufgabe, dieses Halsband der Präzentoren der heulenden Finsternis zu zerstören, bewerkstelligen wollen. Es ist eine Mammutaufgabe. Ja, und da drauf? Nun, ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Ich habe auch so meine Zweifel. Ist das Halsband nicht ein Teil des Frevlergewandes? Das ist korrekt. Was ist dein Frevlergewand? Nichts, was ihr nicht unbedingt wissen müsst. Es ist ein verfluchtes Paket von erzfrevlerischen Gegenständen, die bestimmten Erzdämonen zugeordnet werden. Es ist gewissermaßen ihr persönlicher Besitz. Und dementsprechend schwierig sollte es werden, es zu zerstören. Wir schmeißen es in den Schlund. Wie machen wir das, wenn es noch an diesem Drachen dran ist? Ja, wir hauen den Drachen in den Schlund. Oh ja, das gefällt mir gut. Nun, soweit ich weiß, sind Drachen immun gegen Feuer. Ja, aber das Halsband nicht. Warum nicht? Ich fürchte auch, das Halsband ist immun gegen solche profane Zerstörung. Es ist der Schlund. Es ist Angosch. Es ist Flumme. Nicht profan. Es ist. Nun, wollt ihr wirklich einen unheiligen Gegenstand in ein heiliges Stätte bringen? Wenn ihr eine bessere Idee habt, es zu zerstören, dann bitte schon. In der Tat nicht, nein. Mit ihr. Also schmeißen wir den Drachen in den Vulkan. Was ist mit der Drachenlanze, Finsterfang? Die ist für den Drachen, aber nicht für das Halsband, oder? Richtig, ich würde theorisieren, dass ein Teil des Frevlergewandes tatsächlich nur durch göttliche Macht zerstört werden kann. Das heißt, eine göttliche Waffe beispielsweise. Nun, der logische Gegenpart zu dem Halsband wäre wohl ein Boron-heiliges Artefakt. Nun, das letzte hatten wir zerstört. Unglücklicherweise. Ihr habt was? Greifenmund hat es zerstört. Wir haben es nicht zerstört, aber mir Greifenmund hat es zerstört. Ist das typisch. Ihr könnt ganz allein verfragen, da sagen die das alle. Nun, dann scheidet diese Möglichkeit schon einmal aus. Ich wüsste aber auch nicht, ob noch irgendwas existiert. Ich glaube tatsächlich, die Boron-Kirche dürfte der Nola-Heiligtümer sein, richtig? Ich wusste nichts von diesem Artefakt. Also hätte ich gesagt, dass kein Boron-heiliges Artefakt derzeit bekannt ist, das uns helfen könnte.
Gehen wir doch zu dem alten Zausel in Punin und fragen ihn einfach. Der alte Zausel ist das Oberhaupt der Metropolit der Puniner Bohrenkirche. Ja, der wird das wissen. Deshalb ihr sollt ein wenig Respekt bewahren. Er ist wirklich sehr nett zu uns. Ja, Beutags. Er ist schon alt. Und könnte auch ein Zausel sein. Ja, ja. Wo Boltax recht hat. Abgesehen von Etikette-Fragen, wenn wir die drei Kaiser, Zulemin setzt das mit den Fingern in Anführungszeichen, zusammenführen müssen, dann könnte es ohnehin nötig werden, nach Unin zu reiten. Ja, stimmt. Da ist ja noch dieser Selindian. Lass uns unsere Prioritäten klären. Was muss zuerst geschehen? Eine Möglichkeit muss gefunden werden, wie dieses Halsband zerstört werden kann oder zumindest entfernt werden kann. Also Chors heilige Waffen könnte man vielleicht besorgen. Ich weiß nur nicht, ob die reichen. Mir kam noch ein Gedanke. Offensichtlich hat der Drache ja seine unheilige Herrin verärgert. Aber er trägt weiterhin ihr Halsband. Ich frage mich, ob er tatsächlich ohne Einschränkungen dessen Möglichkeiten nutzen kann. Oder ob es sich irgendwann gegen ihn wenden wird. Das kann niemand wissen. Wir haben es hier mit einem Gegner zu tun, der bereits seit Tausenden von Jahren auf Dere wandelt. Der dieses Halsband besser kennt als jeder andere. Vielleicht sogar besser als die Herrin des Halsbandes. Aus welchem Material ist das Halsband denn gemacht? Niemand weiß so etwas. Ach. Verdammt. Das wird wirklich hart zu zerstören. Ja, Dämonenmetall. Also das heilige Schwert der Rondra wird doch das Schwert der Schwerter bestimmt dabei haben, oder nicht? Ihr meint Amalion? Sicherlich. Kann sie da vielleicht was machen? Das ist die Frage. Ich weiß nicht. Ich würde behaupten, dass eine die Gegengottheit geweihte Waffe, also Boron geweihte Waffe oder Boron heilige Waffe besser funktionieren würde. Ob eine Rondra-Waffe genauso gut funktionieren würde, mag ich nicht zu sagen. Oder eine Waffe, die die Magie beseitigt. Eine Praios-geweihte Waffe. Eine einfache Praios-geweihte Waffe. Nicht von einfach. Das erinnert mich an den Schädel des heiligen Gilborn, den ich bei Albuin von Beregelsaum sah. Er hatte tatsächlich eine magieentziehende Wirkung, die ich auch an mir selbst feststellen konnte. Das könnte in der Tat helfen. Wie mächtig ist dieser Schädel denn? Nun, wie soll ich das untersuchen? Nun, Gilborn war ein bedeutender Heiliger, der immerhin gegen Barbaroth höchst selbst fiel. Wo kommt der denn her, dieser Gilborn? Aus Punin. Dort steht sein Geburtshaus. Genau, Gilborn war ein Heiliger der Praios-Kirche. Er fiel oder beziehungsweise wurde von dem Dämonenmeister entführt und in der Gorischen Wüste zu Tode gefoltert. Das klingt nicht sehr schön. Aber ich meine, wenn wir ohnehin irgendwann nach Punin müssen, dann sollten wir vielleicht dort auch sein Geburtshaus anschauen. Vielleicht hilft es uns irgendwie. Geburtshaus? Ich meine mich aus meinen... Ich hatte mal früher ein Buch. Dort war eine Zeichnung des heiligen Gilborn. Und er hatte eine Waffe in der Hand. Ich meine, es wäre ein Streitkolben. Ja, wenn wir den hätten, wäre das natürlich sehr praktisch. Streitkolben, heiliger Gilborn. Da müssten wir doch was zu finden. Ich denke nicht, dass das Geburtshaus uns weiterbringt. Es ist schrecklich überlaufen von Pilgern. Gut, es ist der Schrein, den der heilige Gilborn als Kind gebaut hat, ist ein anrührender Anblick, aber in dieser Situation... Ja, dann sperren wir das Geburtshaus halt für einen kurzen Moment ab. Wir sind ja... Also, wenn Rafim da vor der Tür steht, da wird sich sicherlich keiner an ihm vorbeidrängen und wir gucken einmal, ob wir diesen Streitkolben finden. Das glaube ich auch nicht. Aber kommen wir noch einmal auf unsere Prioritätenliste zurück. Wir
können nicht nach Altzoll gehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir damit den Drachen auf den Plan rufen oder ihn dort finden. Das heißt, wir müssen erst vorbereitet sein. Um vorbereitet zu sein, müssen wir die drei Kaiser vereinen. Um die drei Kaiser zu vereinen, müssen wir erst diesen unter aller Tissen aus dem Gefängnis holen. Richtig? Ja, das ist recht einfach. Das ist, glaube ich, sogar der schwierigste Teil von dieser ganzen Scheiße. Und zu guter Letzt müssen wir noch ihrer kaiserlichen Majestät Bericht erstatten. Also ist unser nächstes Ziel Gareth? Oder wollt ihr einen Zwischenstopp in Romulus machen wegen diesem Artefakt oder aus anderen Gründen? Die könnten auch schon unter Belagerung stehen, wenn es schlecht läuft. Ich finde, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns gegen diese Träume schützen. Ich sage es noch einmal. Wir müssen jetzt immer damit rechnen, dass irgendjemand uns irgendwelche Sachen aufzwingen möchte. Wie gesagt, also mit Traummagie kenne ich mich nicht aus, aber ich habe gelernt, mich mit dem Schutz der Göttin in Träumen zu bewegen. Und ich kann euch daher sagen, dass Träume beeinflussbar sind für Leute mit den entsprechenden geistigen Fähigkeiten, der entsprechenden Willensstärke. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt im Traum gegen den höchsten Diener der Präzentoren der heulenden Finsternis bestehen? Naja, besser ist es zu versuchen, als es gar nicht erst versucht zu haben. In der Tat, aber ich räume uns wenig Chancen ein. Unsere Chancen stehen immer relativ niedrig, Abemir. Das hat uns noch nie aufgehalten. Das ist wohl wahr. Ich liebe euren Optimismus. Gut. Also, ich schlage vor, wo immer wir auch hingehen, entweder nach Gareth oder nach Romulus. Wir sollten auf jeden Fall entweder bei den Hexen vor Gareth oder beim Informationsinstitut in Romulus vorbeischauen, um noch etwas über Träume und so in Erfahrung zu bringen. Ich denke, das sind die beiden besten Anlaufstellen. Ich denke, wir können die Hexe auch in Romulus lassen, nicht wahr? Was wollt denn ihr jetzt schon wieder in Romulus? Nun, ist es die nächstgrößere Stadt. Außerdem, ich habe verstanden, dass Isarun seiner Spektabilität eine Hexe schuldet. Nun, die Frau, die Albuin ihr gab, ist keine. Vielleicht möchtet ihr unsere nehmen? Die andere, meinte ich. Doch, einfach mit besten Grüßen von Boltax. Er wird sich sicherlich freuen. Wir werden einen Ding veranstalten. Ich habe noch ein Honigbonbon. Das würde ich dir mitgeben. Das wird nicht reichen, lieb. Ja, wir werden noch mehr Honigbonbons und Zuckerköstlichkeiten aus dem Horasreich organisieren, nicht wahr, Abemir? Du hast doch Kontakte. In der Tat, wenn alles zufriedenstellend läuft, werden wir euch euer Gewicht mit Honigbonbons aufwiegen. Wir legen Zuckerkekse drauf. Wir haben eine wunderbare Frau, die für uns den Haushalt führt. Ah, die kocht fantastisch und kann so leckere Plätzchen machen. Ah. Wimmelkrieger schwach, aber seit den Roschotor haben wir einen Pakt auf Dauer. Schwarzdrach ist seit Jahrtausenden unser Feind. Seit Trollgrumpf. Hab Dank für eure Unterstützung, Graulheim. Wollt ihr vielleicht die Trollzacker mitnehmen? Sie sind Kinder von uns. Auch sie sind stark. Eine Wimmelkrieg. Nö, die sind kräftig, die Jungs. Da hat er recht. Die sind kräftig. Wenn er mich Wimmelkrieger nennt, fühle ich mich irgendwie wie eine Ameise. Ich mach mich auf den Weg nach Knatsch. Sehen uns wieder. Wenn ihr die Trollzirker mitnehmt, könnt ihr darauf achten, dass die wieder da sind, wenn wir den Schwarzdrachen umbringen. Hey, jeder, wir gehen mit dem Troll mit. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ihr kriegt das schon hin. Ich muss ja sagen, König sein ist zwischendurch ganz nett. Isarun, wollt ihr auch mal König sein? Lass einmal. Ich wollte es nur mal angeboten haben.
Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ja, ist doch gut, du wärst bestimmt eine gute Menschenkönigin. Danke? Also nicht, das kann ja nicht so schwierig sein, da finden wir schon was. Bürger, Rastuhl, euch bühnen. Krieger. Damit geht der Minister für Trollangelegenheiten mit einem Pfiff, der sehr steinern aus seiner Klinge, aus seiner Stimme klingt, sammelt dann die Trollzacker inklusive dem ehemaligen König Trak von Keckrach und geht aus Talf nach draußen. Reit es um euch herum. Da geht er hin. Endlich wieder alleine. Sie duften doch etwas sehr herb. So, also jetzt mal Bier bei die Würstchen. Wo wollen wir jetzt hin? Das ist ja ekelhaft. Egal, ja, weiter. Was denn? Esst ihr keine gut abgehangene Wurst? Das ist doch sehr lecker. Aber doch nicht in Bier. Doch. Ich kenne nur Biersoße. Oh, ihr müsst dann mal Bierwürstchen probieren. Hm. Guten Pilz, Bier gereift. Wir schweifen wieder ab. Ja, genau. Also, wo wollen wir denn jetzt hin? Also jetzt, wo die Trollzacke Trolldinge machen, ist es mir eigentlich scheißegal. Nun, ich würde vorschlagen, dass wir zuerst nach Gareth gehen. Schließlich müssen wir diesen unter aller Tissen aus dem Gefängnis nehmen. Darf ich ihn vorher nochmal treten? Ich werde mich umwenden, wenn ihr das vorhabt. Ich werde nichts gesehen haben. Ein tragisches Schicksal für ihn. Das denke ich auch. Stimmt. Ja, er könnte ja die Treppe runtergefallen sein. Das passiert ja. Seine Unversehrtheit gesagt. Richtig. Ja. Und man läuft ja ständig gegen Türen. 3-mal, 4-mal, 7-mal. Es ist ein reales Risiko. Wir sollten vielleicht davon absehen, ihn vorher zu misshandeln, wenn wir ihn als Tauschobjekt übergeben wollen. Na, dann schubse ich ihn einmal zu dolle. In die Wand. Ich sag's, kann passieren. Unversehrt. Ich bin groß, er ist klein, ich hab zu doll geschubst. Vielleicht wollt ihr eure kleinlichen Rachegelüste etwas zurückstellen zum Wohle des Reiches? Ich habe keine Rachegelüste. Mir ist der Mann vollkommen egal. Er hat dieser Hund, glaube ich, verärgert, weil er hier einen Antrag gemacht hat. Was ich bis jetzt noch nicht so ganz verstehe, aber also nicht, warum man Isarun einen Antrag machen sollte. Sie ist eine bezaubernde Frau, aber ich meine eher, warum es einen verärgert, wenn man einen Antrag gemacht bekommt. Aber Ja, wir haben darüber schon gesprochen. Wenn ihr es nicht versteht, vielleicht können wir das bei Zeiten mal machen, aber nicht jetzt. Wir haben noch anderes zu tun. Also, Gareth, nächster Punkt. Wie kommen wir da hin? Genau, die schnellste Route. Nun, ihr wart in dieser Gegend schon unterwegs. Welche Wege sind gangbar? Bei Werheim ist doch diese Elfenbrücke, Domobrücke, wie auch immer das Ding heißt. Ja, wir könnten natürlich versuchen, über die gleiche Brücke noch einmal rüber zu gehen. Es sollte auch eigentlich weniger gefährlich in der Nähe von Werheim sein. Immerhin ist die Armee von Answin dem Älteren dadurch. Die Stadt ist also wieder eingenommen. Und sie hat zumindest eine gangbare Reichsstraße, in welchem Zustand sie jetzt immer sein mag. Das ist besser als im offenen Gelände durchs Feld zu stapfen. Na gut, das klingt vernünftig. Da kommen wir ja noch einmal am Sumo-Heiligtum vorbei. Vielleicht sollten wir noch einmal kurz vorbeischauen, wie es jetzt aussieht. Sollten wir vielleicht nicht die Hexe in ihr Heiligtum zurückbringen? Ach ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Richtig, ja. Vielleicht können wir einen kleinen Umweg machen an dieser Stelle. Kann die Hexe denn noch Kontakte aufnehmen zu ihren Verbündeten? Glaube nicht. Sie sollte nicht mehr zaubern können, aber wir sollten es besser nicht drauf ankommen lassen. Nun, selbst wenn sie Verbündete hat, die werden doch wohl genau solche Ansichten haben wie sie selber. Nachher kommen sie noch und wollen alle bezaubern. Ach,